ganz gerne den ersten Vorsitzenden dazu einmal befragen. Und zwar berichte doch mal aus deiner Perspektive, wie es jetzt zu der Verpflichtung von Richard Rathka gekommen ist. Ja gut, Richard hat es ja gerade schon angedeutet, letztendlich ist er relativ simpel gewesen. Pascal hat uns eben mitgeteilt, dass seine Familienplanung sich weiter nach Frankreich orientiert. Das war an einem Mittwochabend relativ spät, sodass ich mir da nachts noch überlegt habe, okay, wer sind mögliche Alternativen? Und da war mir relativ schnell klar, dass der absolute Wunschkandidat Richard ist. Und in der Perspektive haben wir das auch so gemacht. Normalerweise haben wir immer einen Plan B, C, manchmal auch D, E, F. Da haben wir alles auf eine Karte gesetzt. Ich habe Richard angerufen. Am nächsten Morgen, einen Tag später, haben wir uns schon zusammengesetzt, obwohl es bei dir terminlich eigentlich auch relativ schwierig war. Du sagtest gerade, das Gespräch wäre eigentlich ganz positiv gewesen. Den Eindruck hatte ich eben auch. Und dann haben wir ihm einfach ein bisschen Zeit gelassen, zu überlegen. Haben uns noch ein, zwei Mal getroffen. Und ja, letztendlich sitzen wir heute hier. Da bin ich sehr froh drum. Es gibt ja jetzt auch einen persönlichen Hintergrund. Was bedeutet es für dich persönlich, dass Richard jetzt von der SG Rating verpflichtet wurde? Ja, letztendlich haben wir ja gerade die Erfolge persönlicher Natur, was Richard angeht, schon gehört. Das ist ja im Grunde genommen sehr erdrückend. Ne? Wir kommen jetzt letztendlich aus der Bezirksliga vor 2 Jahren, wenn man nochmal zurückdenkt. Der eine oder andere von uns hat auch mal in der Bundesliga mitgespielt, wenn ich so rechts und links gucke. Aber ich denke, dass Richard sicherlich hier in der Region so die bekannteste handballerische Persönlichkeit ist. Als ich klein war, habe ich in Hösel in der Jugend gespielt. Das ist ja letztendlich auch so das Projekt, auf das die SG Rating fußt. Und damals hat Hotti Bredemeyer hier viel organisiert, den Richard eben auch gut kennt. Und da war es eben so, wenn man sich Bundesliga-Handball angeguckt hat, hat Hotti in der Regel Freikarten vorbeigebracht. Und dann haben wir hier um die Ecke in der Gothaer Straße uns das Ganze mal angeschaut. Und der mit Abstand beste Spieler war eben Richard Rathka. Also das ist so mein Erlebnis als kleiner Junge, dass es da letztendlich eine gewisse Verbindung gibt, definitiv. Das freut uns natürlich sehr, dass das jetzt so ein Ende findet. Beziehungsweise das Ende ist in dem Fall ja wieder ein Anfang von etwas ganz Neuem. Trotz der Kurzfristigkeit ist natürlich jetzt die brennende Frage, wie aus Clubsicht die Zielsetzung ist und ob die sich mit der Verpflichtung von Richard Rathka jetzt geändert hat. Gut, also als wir vor 2 Jahren angefangen haben, was ja wirklich noch gar nicht so lange her ist, haben wir immer gesagt, das langfristige Ziel ist der Aufstieg in die dritte Liga, das mittelfristige Ziel ist der Aufstieg in die Oberliga. Das haben wir jetzt geschafft an der Stelle. Wir haben 5 neue Spieler verpflichtet, von denen 4 eben auch schon in der zweiten Liga aktiv waren. Der eine oder andere ist eben hier auch anwesend. Der 5. kommt auch aus der dritten Liga, alle sind relativ jung. Jetzt haben wir noch das Mosaiksteinchen mit der Trainerverpflichtung hinzubekommen, sodass wir natürlich schon mittelfristig auch in die dritte Liga aufsteigen können. Okay, das klingt doch gut. Leiten wir über zu unserem heute Rechtsaußen, zu Ben Schütte. Du bist ja auch jetzt seit einer Saison bei der SG Rating als Spieler tätig, hast erfolgreich den Oberliga-Aufstieg mitgestaltet. Beschreib doch mal, was Richard jetzt an Mannschaft oder an Verein vorfindet, wenn er sein Amt aufnimmt. Ja, also zuerst mal kann ich da nur den Ball aufnehmen, der ja gerade schon zugespielt wurde. Wir haben 5 neue Zugänge, ein paar sehe ich hier auch schon wieder sitzen. Allesamt junge Kerle, hungrige Kerle, das glaube ich eines der wichtigsten Attribute, die Jungs mitbringen. Alle aber auch schon mit einer gewissen Erfahrung ausgestattet, sodass wir wirklich sagen können, das sind knallharte Verstärkungen, gerade für unser Sorgenkind die Abwehr aus dem letzten Jahr. Da haben wir jetzt 2 Brocken, sage ich jetzt mal liebevoll, in der Mitte stehen. Da wird es schon nicht mehr so einfach, dann vorbeizukommen. Und deswegen, denke ich, sind wir da schon ganz gut aufgestellt und sportlich schon eine Mannschaft, die man auf jeden Fall auf der Liste haben sollte. Wie weit es jetzt nach oben geht und wie weit es kommt, kann ich auch nicht sagen. Ich kenne die Oberliga vielleicht ein bisschen besser als Richard, aber jetzt auch nicht so gut, dass ich sagen könnte, die Mannschaft ist jetzt absolut Top-Favorit. Andere nennen uns da schon wieder, inwieweit das dann stimmt, wird sich zeigen. Okay. Jetzt bist du nicht nur Spieler, sondern eben auch Teil des Marketingteams. Ihr arbeitet gerade akribisch daran, die Marke SG Rating weiter voranzutreiben. Wie passt Richard jetzt da in euer Konzept?
Also Richard als regional verwurzelter Mensch im Raum, Großraum Düsseldorf, sage ich jetzt mal speziell Rating, passt da natürlich super rein. Gerade mit seinem Hintergrund in der Handballszene ist das ein Ding, das wir unbedingt, unbedingt nutzen wollen für uns und für das Projekt SG. Bastian hat mal vor kurzem noch gesagt, dass in jeder Katastrophe auch eine Chance liegt. Die Katastrophe war im ersten Schritt Pascals Abschied. Die Chance, die sich dann daraus ergeben hat, Richard verpflichten zu können, war riesengroß. Und auch hier kann man dann sagen, sind wir vielleicht sogar stärker ausgegangen, als wir reingegangen sind. Was zusätzlich noch reinspielt in unsere Überlegungen, ist die Jugendarbeit, die jetzt als junger Verein, den wir noch sind, noch uns relativ schwer fällt, beziehungsweise erstmal aufgebaut werden muss. Innerhalb von 2 Jahren darf man dann nicht zu viel erwarten. Aber da versprechen wir uns von unserem Stammverein Interaktiv und wir haben Kooperationsmöglichkeiten mit den Schulen aus der Umgebung dann halt auch relativ. Okay, wunderbar. Eine Perspektive fehlt uns noch. Ich habe eben schon vorgestellt, Alexander Schuld ist jetzt Neuzugang. Ja, für die nächste Saison. Wir haben aber unter anderem Dominik Kasall und Sebastian Bartmann hier noch als Vertreter der Neuzugänge. Alex, berichte doch mal aus deiner Perspektive heraus, was ist jetzt für dich oder wie du es aufgenommen hast, weil du ja eigentlich verpflichtet wurdest, mit dem Wissen unter Pascal zu trainieren. Und jetzt hast du ja vorhinein von Bastian dann schon berichtet bekommen, dass es den Trainerwechsel gibt. Wie hast du das aufgenommen? Ja, hallo erstmal. Ja, ähnlich wie der Richard das auch vorhin schon gesagt hat, man muss sich einfach mal überlegen, was passiert hier in der Region momentan. Und hier in der Region, das ist schon ein enormer Umbruch mittlerweile. Und als ich damals von Bastian auch gesprochen hatte, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Tage, ging es mir persönlich primär gar nicht um den Trainer, sondern da ging es einfach, wo kann ich denn jetzt, an welchen Verein kann ich mich nochmal binden, wo möchte ich nochmal ja, was leisten, wo kann ich nochmal was erreichen. Ja, dann zusammen mit Bastian natürlich, wie Richard das auch vorhin schon gesagt hat, ist die SG einfach auch natürlich ein Verein, der jetzt zielstrebig auch ein Ziel verfolgt. Und ja, dann lag der Verdacht erstmal näher, das hören wir uns mal an, was gibt es denn da. Ich selber komme auch nicht aus der Oberliga, ich habe jetzt auch 5 Jahre in der dritten, damals Regionalliga noch gespielt. Ja, und habe gesagt, an diesem Projekt will ich jetzt erstmal teilnehmen, unabhängig davon, wer jetzt Trainer ist. Damals mit Pascal war sicherlich auch ein namhafter, von dem ich auch nur Gutes gehört habe. Ähnliches gilt aber auch für Richard. Also das ist jetzt nicht mein, das ist jetzt nicht mein primäres, eher mein primärer Punkt, wo ich sage, das ist das, weswegen ich zur SG komme, sondern wie gesagt, die Ausrichtung, was kann man hier erreichen, wo läuft das Ganze hin. Da sehe ich eigentlich die Zukunft sehr positiv. Als du den Namen Richard Radkar gehört hast, was hat da bei dir geklingelt? Hattest du vorher schon mal mit ihm Berührungspunkte? Ja, zu der damaligen Zeit. Ich meine, ich habe mit Ben damals zusammengespielt, bei Tube Messen noch. Da war ich noch ein absoluter No-Name. Der Ben da sah schon ein bisschen was anderes aus, deswegen weiß ich gar nicht, ob Richard mich einordnen kann, aber ich kann ihn einordnen. denn er war damals Trainer von GWB Minden, die dann letztendlich den Klassenerhalt auch geschafft haben. Und wir durften dann noch mal 2 Wochen länger trainieren. Haben es aber dann auch geschafft. Deswegen ist da schon... In Düsseldorf, genau, damals. Deswegen kann ich schon einordnen, wer er ist und was er da auch geleistet hat. Und absolut namhafter Trainer, ohne Frage. Und mit den Spielern, die jetzt unter ihm schon gespielt haben, Michael Wittich zum Beispiel, habe ich schon gesprochen und die sagen auch, gut, nicht nur ein guter Mensch, sondern auch ein sehr guter Trainer. Und da bin ich mal gespannt, was uns da so erwartet. Ich wollte gerade sagen, warten wir mal die Vorbereitung ab. Diese menschliche Komponente noch aufrechtzuerhalten. Aber da sind wir schon beim Thema. Wir haben gerade schon gehört, die Verbindungen sind gerade, was das neue Team angeht, immer sehr, sehr vielfältig. Ihr habt alle schon mal irgendwo miteinander gespielt, gesprochen, Kontakt gehabt. Trotz aller Kurzfristigkeit, vielleicht kannst du, Richard, noch mal so einen kleinen Ausblick geben, was jetzt bis Saisonstart geplant ist. Doch. Sehr vage, weil wir in der Tiefe noch nicht drin waren. Aber es ist so, dass die Mannschaft jetzt im Moment noch ein bisschen noch trainiert und habe schon ein bisschen was vorbereitet auch für den Rest des Juni jetzt. Und geplant ist es so, dass wir jetzt im Juni noch ein bisschen weiter trainieren werden, wobei da sicherlich schon ein bisschen im Ausdauerbereich gearbeitet wird. Ich weiß es noch nicht natürlich im Einzelnen, wer jetzt von der neuen Mannschaft da auch zur Verfügung steht oder wer Zeit hat.
Aber das wird sicherlich so eine kleine, nicht Vorbereitung, aber schon so ein bisschen ins Thema kommen. Ich habe die Zeit, jetzt im Juni schon die Jungs ein bisschen kennenzulernen, das eine oder andere Gespräch auch zu führen und einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sieht es aus in der Mannschaft und ja, wie sind so die Kontakte untereinander und was kommt auf mich zu. Und ja, dann wird Urlaub sein, 4 Wochen, gute 4 Wochen im Juli und Anfang August, so wie es jetzt geplant ist. Wie gesagt, nageln Sie mich jetzt nicht auf den einen oder anderen Tag fest. Anfang August, am 5., 6. August, glaube ich, 6. August war es, glaube ich, werden wir beginnen mit dem Training, über eine 6-wöchige Vorbereitung fahren, bis zum ersten Meisterschaftsspiel am 14.09. Ich weiß gar nicht, ob das schon fest terminiert ist. Der Rahmenspielplan steht und ist auf den 14.09. terminiert. Und da werden wir das erste Spiel in Dienstlaken machen und ja. Sonntagmorgens. Vielleicht auch Neuland hier. Ich kenne das noch, ein Spieler, ne, in Wanne-Eickel, wir haben auf Viertel der Elf gespielt. Das war interessant. Allerdings muss ich dazu sagen, als Spieler mussten wir immer um 5 Uhr aufstehen. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, schauen wir mal. Um dann auch den Kreislauf so ein bisschen in Bewegung zu bekommen. Aber das ist jetzt noch weit weg. Das ist so die Grobplanung. In dem Rahmen werden wir uns bewegen. Natürlich, klar, habe ich gerade schon im Vorfeld gesagt, ich bin es natürlich gewohnt, eine Vorbereitung zu planen mit 8 bis 10 Einheiten pro Woche und wo eigentlich so ziemlich alles abgedeckt ist. Das haben wir natürlich hier nicht, logischerweise. Und das sind dann Dinge, die sind schon ein bisschen in meinem Kopf gereift jetzt in den letzten Tagen. Da habe ich schon die ein oder andere Idee und wir werden das sicherlich im Umfang schon ein bisschen, glaube ich, erhöhen können in der Vorbereitung. Und da wir auch nur ambitionierte Spieler haben, sind wir natürlich auch gerne bereit, noch eine Minute länger zu bleiben. Und dass wir einfach optimal vorbereitet in die Saison reingehen. Und das ist so die Grobplanung. Und in dem Rahmen wird sich das bewegen. Eigentlich nichts Außergewöhnliches, völlig normal. Und ja, dann werden wir die Saison angehen und dann werden wir auch ungefähr einschätzen können, wo wir stehen. Das wird sich in der Vorbereitung auch zeigen. Dann wird man auch relativ schnell sehen, was wir noch an Arbeit haben. Was ich auch vorfinde, weil für mich ist es wie gesagt so, ich muss erstmal ein Gefühl für die Mannschaft kriegen, für das kriegen, was schon besteht, was da ist, was die neuen Spieler jetzt an Impulsen in die Mannschaft reinbringen, was sie an Veränderungen reinbringen. Aber das sind halt Dinge, die werden sich in den 6 Wochen auf jeden Fall gut handeln lassen.